Okay. Wenn man die Lage des Organismus Menschheit noch immer nicht erkannt hat, wird man auch nie die nötige innere Kraft und Überzeugung finden, für die Wahrheit und den Frieden auf die Straße zu gehen. Oder wie es Albert Einstein ausdrückt, die Welt wird nicht zerstört von jenen, welche Böses tun, sondern von jenen, welche zuschauen, ohne zu handeln. Ich glaube an Konfrontation. Konfrontation mit dem, was wir alle gemeinsam haben, mit der Angst. Bedingungsloses Lieben bedeutet für mich persönlich bedingungsloses Vertrauen. Sobald man nicht mehr vertraut, ist man in einer neuroelektromagnetischen, aber auch emotionalen Schwingung der Angst. Wenn man eine Krankheit hat, muss man sich mit der Wurzel konfrontieren. Und ja, dazu gehört Reflexion und sich mit einer Thematik zu befassen, welche einem nicht unbedingt das Gefühl des bedingungslosen Vertrauens gibt. Wir haben eine Welt, wo ein Teil der Leute sich total auf ihren Intellekt, den Ratio verlassen und gleichzeitig emotional verkümmern. Und wir haben sogar das andere Extrem, welches sich unter anderem im Überbegriff New Age manifestiert, nämlich eine naive, in der Emotion verlorene, egozentrische, pseudospirituelle Herangehensweise an die Realität, welchen vielen suggeriert, dass sie das Zentrum des Universums sind und sich auf keinen Fall mit den sogenannten negativen Thematiken auseinandersetzen sollen, dass sie es so nähern. Entweder du sperrst dich selbst in deinem Ratio ein oder bist gefangen in emotionalen Pfeifenträumen, jagst deine Karriere nach, die in den meisten Fällen nur durch kapitalistische Motivation ausgelöst wurde, oder denkst, dass wir in einem unabhängigen, neutralen Land leben, wo Politiker weder korrupt sind noch Lobbyismus betreiben. Und viele denken wirklich, dass sie in einer Demokratie leben. Oder du hast einen Job, der dich erfüllt, bereist die Welt, hast Menschen, die dich lieben, aber bist blind für das Leiden der meisten Zellen im Organismus Mensch. Nun frage ich mich, was wirklich noch alles passieren muss, damit die Leute die Nase voll haben und endlich auf die Straße gehen. Um ein Zeichen zu setzen, dass dieses kapitalistische Firmen-Irrenhaus, in dem wir stecken, gescheitert ist und an einer Form der direkten Demokratie, eines nachhaltigen und gerechten Geldsystems und am bedingungslosen Recht auf Nahrung, Grundeinkommen, medizinische Versorgung und Freiraum gearbeitet werden muss. Und natürlich wird der Weg in eine friedliche Zukunft mit direkter Demokratie, grüner Technologie, alternativen Geldsystemen und am wichtigsten globalen Frieden nicht von heute auf morgen geschehen. Und vor allem nicht, wenn die Leute einfach zufrieden sind mit dem, was sie haben. Und realisieren, dass die Regierungen dieser Welt nicht auf der Seite des Volkes stehen, sondern auf der Seite von Banken und Konzernen. Wir definieren unsere Vorstellungen, wie zum Beispiel von Glück und Freiheit, immer auf unsere letzte Erfahrung. Für eine Person aus China ist die ultimative Vorstellung von Freiheit vielleicht ein einwöchiger Trip durch ganz Europa. Eine Frau, die ihren dritten Sexpartner in ihrem Leben geheiratet hat, wird die Definition von gutem Sex genau auf jene drei Begegnungen zurückführen. Ich habe immer super viel Mitleid mit Menschen, die mir sagen, ja, die schönste und freiste Zeit, die sie erlebt haben, war die Schulzeit. Wir haben verlernt, was Freiheit und bedingungslos zu lieben wirklich bedeutet. Wir müssen das Vertrauen in uns selber, aber auch zu anderen und vor allem zum System wiederfinden. Habt mehr Vertrauen in jeder Lage des Lebens. Und ich weiß selbst, wie schwer das oft ist. Und für viele ist das jetzt vielleicht ein Abschweifen vom Thema, aber stellt euch mal die Geburtenrate von Österreich vor, würden sie für einige Monate den Alkohol abdrehen. Deswegen habt mehr Vertrauen, Leute, und traut euch, denn wir wollen doch alle nur schmusen. Veränderung wird nicht passieren, wenn wir einfach so weiter tun wie bisher und unseren Mund halten. Sei die Revolution, die du dir sehnst. Wir sitzen alle im selben Boot. Und wenn wir nicht alle gemeinsam anfangen, den Kurs zu wechseln, den Kurs in die richtige und dezidiert nicht rechte Richtung, dann besteht noch Hoffnung. Ich habe in der kurzen Zeit hier auf der Friedensmannwache eindrucksvolle Menschen kennengelernt, welche mich wieder mehr in die Menschen vertrauen ließen. Ich danke euch vom tiefsten Herzen. Ich habe Mitmenschen gefunden, die Lage erkannt haben und bereit sind, das Wichtigste, was sie haben, ja, das bisschen, was ihnen noch nicht geraubt wurde, nämlich die Zeit, für den Frieden zu opfern. Und nochmal, ich danke euch dafür. Versuchen durch
Versuchen durch und durch ein Philanthrop zu werden, ist nicht leicht. Aber jeder von uns hat die Chance, einen anderen Menschen zu inspirieren, um für die Menschheit selbst, ja für die Heilung des Organismus Menschheit auf die Straße zu gehen. Jeder hat das Potenzial, einen anderen Menschen zu mehr Vertrauen in den Organismus Mensch hin zu inspirieren. Wir leben in einem total überwachten, internationalen Firmen- und Bankenkönigreich, wo Brot und Spiele gepaart mit dem Konzept von Teile und Herrsche noch nie so erfolgreich waren wie jetzt. Und wenn wir nicht realisieren, dass die Wurzel alles Übels das Geld ist und dass ein Baby nicht geboren wird und in seinem genetischen Code festgelegt ist, dass er einen Genozid veranstalten wird, dass der Mensch volles Potenzial hat und alle Menschen, egal welcher sozialen Klasse, Religion oder Hautfarbe sie angehören, in Frieden und ohne vom Kapitalismus verklavt zu werden, leben möchten, brauchst du keinen drohenden Dritten Weltkrieg, korrupte Geldsysteme und Politiker oder massenmediale Fehlinformationen und indoktrinierte Verblödung, um für Frieden und Freiheit auf die Straße zu gehen. Es versteht sich von ganz von selbst. Kennt ihr den Film Die unendliche Geschichte? Als ich ein Kind war, war dies einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Und erst als ich älter wurde, wurde ich mir der eigentlichen Bedeutung bewusst. Es ist wahr, wir haben es vergessen. Wir haben vergessen, und alles, was wir tun müssen, ist uns zu erinnern. Wir haben vergessen, was es bedeutet, ein souveräner, empathischer Mensch zu sein, der seiner Umwelt nicht zuletzt sich selbst voll und ganz vertraut. Könnte es sein, dass wir vergessen haben, was es bedeutet, frei zu sein? Die wahre Bedeutung von bedingungsloser Liebe ist eigentlich bedingungsloses Vertrauen. Wenn ich einen Menschen bedingungslos liebe, vertraue ich ihm in jeder Situation. Wenn ich dem Hier und Jetzt vertraue, wird meine Zukunft mit großer Wahrscheinlichkeit besser sein, als wenn ich in ständiger Angst bin vor dem, was kommt oder vor dem, was ist. Die Menschen haben vergessen, was es heißt, ein Individuum zu sein, welches eigenständige Denkprozesse hervorbringt und sich eine eigene Meinung bildet. Beraubt von essentiellen sozialen Ritualen, wie das Essen der Familie am selben Tisch oder der Erfahrung von Natur, von Gott, betäubt durch Medien, gehetzt durch das Befriedigen von suggerierten Bedürfnissen, gepeinigt von Problemen, welche auf der kapitalistischen Versklavung der Menschheit, des Tierreichs und der Natur beruhen. Mit Bildern von Sex überflutet, aber dennoch nicht imstande, seine sexuellen Triebe und Bedürfnisse komplett auszuleben. Und selbst limitierend, zerfressen von beklemmenden Gefühlen wie der Schuld und des Versagens. Ja, in all dem Wahnsinn denken die Menschen dennoch, an der Spitze der Evolution zu stehen. Ignorant gegenüber alledem, was die Grundfesten ihres Glaubens und Wissens erschüttern würde. Und folglich ihres Handelns, also Karmas. Karma ist die Abfolge von Ursache und Wirkung. Ich glaube bzw. weiß ganz genau, dass es gut ist, für den Frieden aufzustehen und dass die Wurzel alles Übels das Geld ist. Ich glaube es nicht nur, ja, ich weiß es und habe es durch meine eigene Erfahrung legitimiert. Mein Glauben und Wissen lassen mir keine andere Wahl, als zu versuchen, Menschen über den kritischen Punkt der Entscheidung, vor welcher wir als planetare und interplanetare Familie stehen, aufzuklären. Doch warum hat sich der Mensch in dieses ignorante, unempathische Richtung entwickelt? Warum imitieren und gleichzeitig limitieren wir unsere Umgebung und sind zu einem Großteil nur ein Produkt unserer sozioökonomischen Umstände? Warum haben wir nie gelernt, unsere eigenen Erfahrungen zu machen und das zu machen, was uns glücklich macht? Ich sage euch warum. Wir wurden vom System beraubt. Das wichtigste Gut von allem in dieser Inkarnation, die Zeit, wurde uns geraubt. Natürlich kann sich ein Mensch, der einen Job verrichtet, der ihn nicht erfüllt, versucht, eine gesellschaftliche Rolle zu spielen, die seinem höchsten Ich nicht entspricht. Ja, ein Sklave des Kapitalismus wird sich nur im seltensten Fall die Zeit nehmen, für Veränderung, Frieden und Aufklärung auf die Straße zu gehen, beziehungsweise sich eine eigene Meinung zu bilden und die Grundfesten seines Wissens und Glaubens in Frage zu stellen. Ist nicht der Traum von vielen, die sich selbstständig machen wollten, nicht der gewesen, dass wenn die Firma dann erstmal rennt, man selbst vielleicht gar nicht mehr arbeiten muss, im Sinne von seine Zeit zu opfern? Ist das nicht der Traum, den uns die Lottoindustrie verkauft? Zeit!
Ich bin mir sicher, dass wenn jeder Mensch in diesem Land ein bedingungsloses Grundeinkommen hätte, medizinische Versorgung, den Zugang zu Nahrung und einen Freiraum, um sich eine Unterkunft zu kreieren, die Menschen mehr ihre wahre Natur leben könnten, ihren Träumen nachgehen würden und infolgedessen in mehr Frieden und Harmonie miteinander leben würden. Stell dir mal vor, die Leute hätten Zeit, um sich über die wirklichen Dinge im Leben Gedanken zu machen, ihre Hobbys zur Berufung zu machen, die Welt zu bereisen, sich keine Sorgen über medizinische Versorgung zu machen oder Nahrung. Das, was wir alle suchen, wird nur im seltensten Fall durch Kapital ausgelöst. Das, was wir alle suchen, das, nach dem wir uns alle sehnen, ist Wertschätzung, Respekt und Vertrauen von anderen Individuen, Individuen, aber vor allem von uns selbst. Eine Welt ohne Geld? Eine Welt ohne Geld ist kein Traum, der unrealisierbar ist. Oder dachtest du, dass zur Zeit der Sklaverei in Amerika die meisten Schwarzen gedacht hatten, dass sie irgendwann der Leibeigenschaft entkommen würden? Überkomm dieses Paradigma, dass es eine Welt ohne Geld nicht geben kann. Setz dich hin und rechne dir mal aus, wie viel zum Beispiel in Amerika bei dem Bailout of Banks oder Hypo-Skandalen an Geld geflossen ist und wie viel das wiederum aufgeteilt auf die Einwohner pro Kopf wäre. Die Schulden dieses Landes Österreich liegen bei 350.000 Millionen Euro. Nochmal, stellt euch diese Zahl mal vor. 350.000 Millionen Euro. Und jede Stunde werden es 1 Million Euro mehr. Das ist Irrsinn. Das sind Zahlen in einem Computersystem, die uns zu Leibeigenen der Banken machen. Unschuldige Kinder werden geboren mit einem Schuldschein. Hören wir endlich auf mit diesem Monopoly-Spiel und realisieren, dass Kapitalismus gescheitert ist und wir gemeinsam an einer neuen Form des Geldsystems bzw. Tauschhandels und einer direkten Demokratie arbeiten müssen, bevor es zu spät ist. Letzte Woche gab es eine schon fast rituelle Demo vom Karlsplatz zum Parlament. Eine Gruppe von Studenten nahmen die 19 Milliarden Euro an Hypo-Geld und haben sich überlegt, wie man eine Stadt mit diesem Geld bauen könnte und kreierten eine Miniaturstadt aus Steinblöcken namens Hypotopia und bauten jene vor der Karlskirche auf. Und wow, was für eine beeindruckende Stadt das gewesen wäre. Wie viele Menschen einfach so einen Platz zum Leben und am wichtigsten einen Platz